Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringray. Wir spielen Super Mario 64 weiter und wir begeben uns in die wilde Wasserwerft, denn dort warten noch ein paar Sternchen darauf, von uns gefunden zu werden. So, öffne die Truhen zum Beispiel. Ein wunderbarer Stern, der sich hier irgendwo befindet, vorzugsweise am Grund des Eingangsareals. Das so ein ganz klein bisschen übrigens auch an die Piratenbucht-Panik erinnert. Zumindest gab es dort auch in der Mitte ja so etwas Strudel-ähnliches oder so. Der einzige Unterschied zur Piratenbucht-Panik ist hier im Endeffekt, dass der Strudel einen hier umbringt und nicht wegstößt. Weil man hier einfach mal gnadenlos eingesogen wird. Und das Ganze macht wenig Spaß. Und anders als an der Piratenbucht-Panik weiß ich hier auch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Truhen öffnen muss, die sich hier befinden in diesem Areal. Ich weiß auch nicht mal, wie viele Truhen es sind. Ob es 4 sind oder 5. Okay, das war schon mal gut. Die Truhe, die dort oben links jedenfalls ist, die muss ich als letztes öffnen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil da ist es da auch relativ gefährlich, irgendwie heranzugehen an diese Truhe. Und deswegen sollte man das unter Umständen sich für ein ganz klein bisschen aufheben und so. Und ja, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Diese kleine Luftblase der Glückseligkeit sorgt auch dafür, dass ich ein bisschen mehr Luft habe. So, aber jetzt bin ich auch einmal hier rum und jetzt könnte es unter Umständen auch sein, dass wir damit schon alle Schatztruhen geöffnet haben. Also sind es doch nur 4. Gut, alles klar. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Ich werde hier von der Strömung auch schon herangezogen. Und jetzt muss ich mich eigentlich vom Acker machen. Und zwar ganz, ganz schnell und geschwind. Und deswegen hämmer ich jetzt die ganze Zeit auf den Knopf. Und das hört man unter Umständen auch. Bitte, 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 bitte. Weg, 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 weg. Danke. Wow. Gut. Das ist immer so ein Stern, den mag ich, also den mag ich nicht. Weil das macht keinen Spaß. Dann wird man eingesogen, dann wird man wieder aus der Welt rausgeschmissen, dann wird man wieder, muss man wieder in die Welt rein, muss man den ganzen Kram wieder machen und so weiter und so fort. Wir haben doch keine Zeit. Das Let's Play dauert so schon zu lange. Spring zu den roten Münzen. Springe zu den roten Münzen. Springe zu den roten Münzen. Ich mag übrigens diesen, oder beziehungsweise ich fand ihn damals voll unheimlich. Ich mag ja Haie in Videospielen generell nicht. Ich mag Haie eigentlich überhaupt nicht. Egal wo, in welcher Form. Ob es nun Film, Fernsehen oder was auch immer ist. Aber hier, ja, keine Ahnung. Er ist wenigstens nicht aggressiv. Er zieht einfach nur seine Bahnen und verfolgt einen nicht. Anders zum Beispiel als der Hai in Banjo-Kazooie. Das war... Und dazu noch diese Musik, die dann gekommen ist, als der Hai einen verfolgt hat und so. Das war nicht gut und nicht schön und daran erinnere ich mich überhaupt nicht gerne und so. Rote Münzen, Stichwort. Ich würde ja sagen, dass es vermutlich wieder einigermaßen klug wäre, gleichzeitig die Gelegenheit am Schopfe zu packen und dann die 100 Münzen zu sammeln. Auch auf die Gefahr hin, dass das Ganze jetzt sehr lange dauern wird. Ach, das habe ich übrigens gesucht. Ja, ich wusste nämlich noch, dass hier irgendwo am Rand, direkt am Anfang, noch ein paar Münzen herumliegen würden. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das die einzigen sind, die hier herumliegen. Es könnte unter Umständen sein. Ansonsten ist hier eher nix. Der Rochen ist auch sehr interessant. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein Fable für Manta-Rochen. Die sehen so majestätisch aus, wie sie da so durch die Gegend gleiten. Und ja, so ihre Kreise ziehen gewissermaßen. Das hat irgendwie schon was sehr Schönes. Hier haben wir einen klitzekleinen Cheep-Cheep. Der ist zum Glück nicht so ganz gefährlich und so, deswegen lassen wir den Cheep-Cheep einfach mal Cheep-Cheep sein. Die roten Münzen sind im anderen Bereich. Da, wo auch... Das war die falsche Truhe, schade. Ich dachte, ich hätte es mir richtig gemerkt. Sind im anderen Bereich da, wo das... Da, wo das U-Boot seine Kreise drehte. Wow! Ein Hai geht auf Tuchfühlung. Das ist ja herzallerliebst. So, das sind auch nicht gerade meine Lieblingsmünzen zum Einsammeln. Ihr seht das, der Strudel der Freude, der hat mich schon wieder irgendwie ein ganz klein bisschen an sich herangezogen. In dieser Welt kommt es sehr stark darauf an, dann zur richtigen Zeit auch den blauen Schalter zu aktivieren, der wieder irgendwo blaue Münzen produzieren wird.
Und diese blauen Münzen brauche ich natürlich alle, weil ansonsten wird's schwer, den 100-Münzen-Traum zu leben und sich zu erfüllen. Aber na gut. Bislang, ja, ich glaube, dass ich im Eingangsbereich jetzt alle Münzen eingesammelt habe. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann vielleicht sein, dass noch irgendwo ein oder zwei Münzen rumliegen. Aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Ist natürlich auch immer ein bisschen riskant und tricky, wenn man hier auf der Jagd nach den 100 Münzen ist. Münzen selber füllen einem ja auch den Sauerstoffvorrat wieder auf. Und wenn man sich ja dieser Münzen entledigt, indem man sie einsammelt, weil man eben die 100 Münzen braucht, dann hat man unter Umständen, wenn man sich dann nachher nochmal unter Wasser ein bisschen umgucken möchte, schlechte Karten, weil man dann nicht mehr ganz so leicht an einen neuen Sauerstoffvorrat rankommt. Sollte man vielleicht auch irgendwie im Hinterkopf behalten. So, okay, ich hatte mal gesagt, dass ich hier etwas verändern würde, wenn wir diese Aufgabe mit dem U-Boot lösen würden. Und das ist in der Tat richtig, denn wie ihr seht, das U-Boot ist weg. Das ist auch vollkommen normal und richtig. Das U-Boot hat sich hier vom Acker gemacht. Dort auf der, ja, auf dieser Seite. Dort war eigentlich das Konterfei von Bowser zu sehen. Ein großes metallisches Tor mit eben seinem Ebenbild drauf. Und ja, dieses Tor war verrammelt und zu. Nachdem wir die Aufgabe mit dem U-Boot aber abgeschlossen haben, öffnet sich dieses Tor. Wir stellen uns an der Stelle dann einfach mal vor, dass das U-Boot da munterflockig durch dieses Tor hindurchfährt. Und ja, damit ist das U-Boot aus dem Spiel genommen, beziehungsweise aus dieser Welt genommen. Wenn wir wollen, dass das U-Boot wieder auftaucht, müssen wir in der Aufgabenauswahl, die ja immer erscheint, wenn man einen Kurs neu betritt, dann müssen wir den ersten Stern wieder anwählen. Und ja, dann könnten wir eben diese Aufgaben mit dem U-Boot ein weiteres Mal machen. Aber das Ganze ist natürlich kein Muss. So, achso, oh, das war ein schnelles Vergnügen mit dem ollen kleinen Stern. Na gut, okay, ja. Wir stellen uns also vor, das U-Boot ist da abgehauen und einmal durch das Tor hinaus. Wenn man durch dieses Tor hindurch schwimmt, was natürlich möglich ist, dann stellt man fest, dass dieses Tor eine Abkürzung, in Anführungszeichen, zum Schlossgarten ist von Prinzessin Peach. Da gibt es so einen Tümpel, den ich euch bislang eigentlich nicht näher gezeigt habe. Und ja, hinter oder in diesem Tümpel da sieht man irgendwie so eine kleine Zufahrt, die wohl offenkundig irgendwie zum Meer führt oder so. Und deswegen muss man irgendwie davon ausgehen, dass das U-Boot wohl da so den Weg hindurchgenommen hat und ja, sich eben auf den Weg zum Meer gemacht hat. Diese beiden Blöcke hier sind natürlich entscheidend. Blauer und grüner Block. Die kann man auch kombinieren, auch sehr wichtig. Man kann also sowohl als Metall-Mario herumlaufen, als auch ja, als Tarnkappen-Mario. Und wenn man das beides kombiniert, dann kann man zum Beispiel als Tarnkappen-Mario auch unter Wasser herumlaufen. Also ihr wisst ja, das ist ja die Fähigkeit von Metall-Mario quasi. Er ist zu schwer, er sinkt dann unter Wasser hinab und man kann dann auf dem Grund des Sees entlang laufen. Ihr habt es eben gerade eigentlich auch gesehen, als ich da so herumgeschwommen bin, dass da so... Wow. Dass da unten... Dass da unten... Dass da unten eigentlich noch so ein Kasten war, mit einem Stern eben drin. Und an diesen Kasten kommt man eigentlich nur heran, wenn man... Ist hier noch irgendwas anderes? Nö, ich glaube nicht. An diesen Kasten kommt man eigentlich nur heran, wenn man dann eben beide Fähigkeiten kombiniert. Aber das ist dann eben ein späterer Stern und um den kümmern wir uns später. Ergibt, glaube ich, total Sinn. So, das ist eine wunderbare Aufgabe hier. Mensch, dauert alles ein bisschen, aber okay. Wir verlassen uns eben auf diese lustigen kleinen, was auch immer? Die halt so an der Decke entlang fahren. Die sind irgendwie lustig schwarz und gelb gestreift und so. Und deswegen muss ich da immer an lustige kleinen Honigbienen denken und so weiter und so fort. Und Honigbienen, das ist natürlich ein absolut gutes Stichwort, weil das bedeutet dann ja zwangsläufig, dass diese Dinger hier irgendwie so eine Art Foreshadowing darstellen. In der Beziehung, dass sie nämlich die Honigbienen aus Mario Galaxy angekündigt haben. Tja, ja, wer hätte es gedacht? Das muss natürlich so sein. So oder so ähnlich. Jo,
ist hier auch nicht so einfach, an alle Münzen heranzukommen, wie wir sehen. Dort kann ich zum Beispiel nicht durchspringen, das ist interessant. Hier muss ich das Timing abpassen. Also irgendwann einmal werden die beiden Stangen mal so entlang fahren, dass ich dann tatsächlich an die eine hintere Stange dort entlang springen kann. Und zum Beispiel, wow, jetzt. Halleluja. Hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert, aber okay. Ich bin begeistert, quasi. So, jetzt haben wir nur ein klitzekleines Problem. Genau. Nämlich die Tatsache, dass ich dort nicht so genau an die letzte Münze herankomme. Und wir haben noch ein weiteres Problem. Nämlich die Tatsache, dass mir so langsam aber sicher die Münzen ausgehen. Wir haben den blauen Schalter der Glückseligkeit vermutlich schon gesehen. Aber ich mache mir trotzdem so ein bisschen Sorgen. Och Mann. Weil ich eben nicht genau weiß. Na, spring doch einfach. Spring, kleiner Mario, spring. Ich weiß nicht genau, wie viele blaue Münzen der Schalter hinterlässt. Wow. Einfach mal, ja, wir drehen die Kameraperspektive, weil es uns passt. Ist schon in Ordnung. Lakitu, du bist manchmal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, könnte man so sagen. Ja, das ist leider so. Ups. Er macht das so ein bisschen nach Gutdünken. Seine komische Action-Kamerafahrt, um die ganze Szenerie wunderbar in Szene zu setzen. Tja. So. Jetzt machen wir, glaube ich, einmal so hopp. Fluppididupp. Und dann machen wir einmal so hopp. Fluppididupp. Und dann machen wir einmal so hopp. Jetzt sind wir hier auf dieser Plattform, aktivieren den Schalter und dürfen jetzt natürlich nicht herunterfallen, sonst ist die ganze Geschichte schneller erledigt, als wir gucken können. Und es geht gerade so auf. Ich sammle die letzte rote Münze dort hinten ein, habe dann 101 Münze und kann dann freudestrahlend meinen 100-Münzen-Stern in Empfang nehmen. Und nebenbei bekommen wir noch den Stern für die roten Münzen. Das ging dann ja nochmal gut. Hatte irgendwie, mit größeren Problemen zum Schluss gerechnet. So, auch ein relativ seltenes Bild. Durch eine Aktion tauchen gleich zwei Sterne auf einmal auf. Und, ja. Jetzt haben wir sogar schon 70 Sterne beisammen. Du hast 100 Münzen gesammelt, der Blub. Du hast 70 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du das Geheimnis der endlosen Treppe lüften. Begib dich zum finalen Duell mit Bowser. Ach, das ist natürlich doof. So ein bisschen. Fällt mir gerade mal so auf. Die Tatsache, dass ich euch die endlose Treppe nicht zeigen kann. Weil, ja, mit 70 Münzen hat sich das jetzt natürlich erledigt. 70 Münzen, 70 Sterne. Naja, egal. Müssen wir an der Stelle mal so hinnehmen. Für uns an der Stelle war das jetzt natürlich ein bisschen kryptisch, weil wir von einer endlosen Treppe noch nicht wirklich etwas mitbekommen haben innerhalb dieses Spiels. Aber na gut, die Spielentwickler sind jetzt an der Stelle natürlich davon ausgegangen, dass man schon ein bisschen weiter gespielt hat. Hoppla, ja gut, das wird ein bisschen doof wegen der Perspektive. Die Spieleentwickler gehen einfach mal geflissentlich davon aus, dass man schon ein bisschen weiter gespielt hat und sich schon ein bisschen mehr am Schloss umgeguckt hat. Und dann wäre man natürlich zwangsläufig auch auf die endlose Treppe schon gestoßen. Und im Normalfall macht man das natürlich auch so, aber was ist hier in diesem Let's Play schon normal? Also ich bitte euch. Gut, okay. Wir könnten jetzt auch schon zum letzten Endgegner gehen. Also wir könnten das Spiel jetzt quasi durchspielen. Quasi. Eigentlich schon. Könnte man. In der Theorie. Man könnte zum letzten Bowser gehen und sich den Abspann angucken. Aber wollen wir natürlich nicht. Schwimme durch die Ringe. So. Schwimme durch die Ringe. Das... Es gibt zwei Sterne in diesem Level, die sich dadurch auszeichnen, dass man durch Ringe schwimmen muss. Ich bin mir aber relativ sicher, dass der Stern hier im hinteren Segment gemeint sein muss. Ein anderer Stern, der nämlich auch im Endeffekt auf dasselbe hinausläuft, ist der Stern des Manta-Rochens, der nicht nur so einfach majestätisch seine Kreise zieht und einfach da ist. Nein, der Manta-Rochen selber hat auch tatsächlich noch eine weitere wunderbare Bewandtnis. Ich finde, das läuft gut hier mit der wilden Wasserwerft, um mich jetzt einfach mal auch mal ein bisschen selber zu loben. Also könnte um einiges schlimmer sein. Könnte auch um einiges blöder sein, dass ich zum Beispiel das eine oder andere Mal noch hops gegangen wäre oder so. Also bin ich ja zum Glück nicht. Von daher passt das schon. So,
Kameraperspektive ein bisschen ändern. Da will ich hin. So. Dort unten ist wieder ein seltsamer Bereich, der, ja, genau, von einer Strömung durchflutet ist. Und diese Strömung macht wenig Spaß. Denn diese Strömung verhindert zum Beispiel, dass wir immer dort weggestoßen werden. Und auch den Stern, der jetzt aufgetaucht ist, nicht wirklich einsammeln können. Ich hoffe, ihr habt überhaupt gesehen, was ich da jetzt gemacht habe. Diese Strömung wirbelt nämlich immer in sehr regelmäßigen Abständen so Wasserringe nach oben. Und durch diese Wasserringe muss man hindurchschwimmen, indem man sich einfach von oben der Plattform nähert. Und wenn man das getan hat, dann durch 5 Ringe muss man dann eben so schwimmen. Und wenn man das getan hat, ja, dann taucht auf magische Art und Weise dieser eine Stern dort hinten auf, den wir jetzt natürlich einsammeln wollen. So, dazu lassen wir uns als Metall Mario nach unten sinken und das Prozedere kennen wir. Die Strömung stößt uns als Metall Mario natürlich nicht weg und dementsprechend können wir auch diesen Stern hier wunderbar flockig einsammeln. So, läuft gut. War trotzdem wieder ein bisschen zeitaufwendig wegen den 100 Münzen, aber das bleibt nun mal nicht aus. Es fehlen noch 2 Sterne in der wilden Wasserwerft und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die beim nächsten Mal einsammeln können, wenn es dann weitergeht mit Super Mario 64. Und wenn wir das hinter uns haben, dann können wir tatsächlich endlich mal wieder einen anderen Teil des Schlosses unter die Lupe nehmen. Und was uns da erwarten wird, das werden wir bei Zeiten dann sehen. Aber nicht mehr heute, denn jetzt mache ich Schluss. Und ich sage jetzt an der Stelle einfach mal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.